Ciao und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute bin ich etwas leiser und es tut mir leid, aber ich hatte eine anstrengende Woche und bis jetzt dahin und ja, deswegen bin ich etwas leiser und ja, ich bin auch wieder mal nicht alleine. Das ist gerade praktisch hier aufzunehmen, während mein Hase rennt. Ja. Heute habe ich mir gedacht, ich fange eine neue Sache an. Ich möchte euch so ein bisschen mehr an meinem Leben teilhaben lassen, etwas mehr von mir zu erzählen. Und deswegen möchte ich euch so die kleinen Abenteuer, kleinen Katastrophen, eben kleine Geschichten aus meinem Leben erzählen. Und fange heute mit der Geschichte an, wie ich Issy gefunden habe. Es ist ja wirklich auch schon so eine Geschichte, die war irgendwie besonders. Also vor ungefähr... ich würde schätzen, zwischen 5 und 4 und 6 Jahren bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, jetzt wo ich so viele Hasen hatte, die verschiedene Art waren, ein Löwenköpfchen, mehrere Farbenzwerge und jeder ein bisschen anders, dass ich irgendwann irgendwie jetzt noch gerne einen Widder haben würde. Das sind die mit den Schlappohren, wie Issy halt hat. Und dass ich da noch einen gerne hätte und dass ich da eben wirklich, ja, dass ich das jetzt noch brauche, so für mein Seelenglück. Dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe so mit denen gesprochen, so Mom, Dad, wisst ihr, ich fände es irgendwie voll schön, wenn wir uns jetzt noch so ein Widder und so. Und da ist kurz zuvor, glaube ich, ein anderer Hase gestorben. Jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, es tut mir leid, das ist schon so lange her, aber... Das könnte sein. Und da habe ich so gesagt, naja, und es wäre ja auch so ein bisschen, um die Lücke zu füllen und so, weil, ja. Nein, sie ist kein Lückenbüßer. Es war einfach nur damals die Ausrede, damit ich noch einen Schlappohrhasen bekomme. Und ja, auf jeden Fall, dann irgendwie habe ich es dann tatsächlich noch mit viel Überredungskunst geschafft, meine Eltern davon zu überzeugen, dass wir auf jeden Fall noch einen Schlappohrhasen uns zulegen. Und dann war es aber nicht gerade die Hasensaison, also nicht so um Ostern rum, sondern eher so ein bisschen zeitversetzt. Und ja, ich habe dann meine damals beste Freundin gefragt, ob sie mitkommen möchte, ein Häschen aussuchen. Weil ich davon ausgegangen bin, jetzt wo ich unbedingt einen Widder haben will, muss es in allen Läden nur Widder geben. Und wie ihr bald merken werdet, hat es nicht. Naja, das habe ich irgendwie schon vorweggenommen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann los. Damals gab es bei uns in der Nähe insgesamt 2 Läden, die Kleintiere hatten. Nämlich zum einen den Däner und zum anderen... Okay, das klingt jetzt komisch, aber der hieß Fleischer. Das war so ein Vertrieb mit Pflanzen und Garten und eben auch Kleintieren. Und der Däner, zu dem sind wir natürlich zuerst gegangen, weil der bei uns naheliegender war. Und da gab es dann aber keinen. Da gab es ehrlich gesagt überhaupt keine Kaninchen zu diesem Zeitpunkt, was dann irgendwie auch blöd war. Und doch, es gab welche, weil ich habe einen gesehen, aber es waren alles Männchen und wir wollten unbedingt ein Weibchen, weil ich die ja dann mit meinem damaligen kleinen Löwenköpfchen Schnuffel befreunden wollte. Wo ich euch auch noch erzähle, wie die Geschichte ausgegangen ist, natürlich auch noch Teil dieser Geschichte. Und auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann... ja, es tut mir leid, dass ich so oft ernte, aber ich muss mich noch gerade erinnern. Und dann war es auf jeden Fall so, dass wir da hin sind. Und dann gab es da auch viele süße Häschen, aber halt dummerweise nur Männchen. Und dann haben wir uns halt dagegen entschieden und haben eben gesagt, nee, weil Männchen und Männchen vertragen sich oft nicht so gut bei den Kaninchen, außer wenn sie aus demselben Wurf sind. Und da wollte ich dann nichts riskieren und habe dann eben gelassen. Dann sind wir zum Fleischer bei uns in der Stadt und die haben uns dann gesagt, die haben keine Kleintiere mehr und auch nur noch Kleintierzubehör. Und dann habe ich zufälligerweise da den süßesten Fressnapf aller Zeiten gesehen, den Issy irgendwie dann nach 3 Jahren kaputt gemacht hat. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle mal erwähnen. Es war der schönste Fressnapf, den je ein Hase von mir bekommen hat. Und Issy, mein kleiner Dödel, die hat sich vor lauter Vorfreude aufs Fressen, hat die
ist die von unten an den Stallrand und hat ihren Napf runtergeschmissen. Er ist jetzt runtergeflogen und war kaputt. Ja. Ja, dann auf jeden Fall ging es weiter damit, dass wir dann, dass sie uns gesagt haben, in der Hauptfiliale, die Richtung einem nächsten kleineren Dorf war, da gibt es dann noch Kaninchen und da sollen wir doch mal gucken. Dann sind wir da hingegangen. Entschuldigt, dass ich lachen muss, aber wir sind dann auf jeden Fall auch noch dorthin gefahren und da gab es dann tatsächlich auch noch Schlappohrhasen. Und zwar, es war ungefähr ein 8er Wurf und davon waren insgesamt 7 Männchen und das 8. Kaninchen, das war dann das einzige Weibchen. Und als sie habe ich auf jeden Fall sie in den Arm genommen und in dem Moment ist sie mir einfach hier die Schulter hochgeklettert und in dem Moment ist es um mich geschehen gewesen. In dem Moment hätte man mir wirklich jeden Hasen der Welt zeigen können, ich wollte nur noch diesen einen haben. Und ja, dann hat der Verkäufer uns erzählt, hat uns wirklich, das war ein guter Verkäufer, das muss man sagen. Der hat dann erzählt, dass sie ein ganz spezielles Futter braucht, weil sie ist kein normales Kaninchen, meine Isa hat richtig Rasse, das ist ein Rassenzuchthase eigentlich. Ihre Rasse nennt man Teutobitter. Und ja, auf jeden Fall hat sie auch eine richtige Urkunde, dass sie Rasse hat. Das ist voll krass und eine Tätowierung im Ohr. Wartet mal ganz kurz. Isi, komm her. Wartet mal ganz kurz. Mami, kannst du mir mal Isi reichen? Nein. Oh Mann. Okay, gut, dann eben nicht die Tätowierung in Isis Ohr zeigen. Gut, okay. Ja, auf jeden Fall, dann hat der Verkäufer uns gesagt, dass die ein ganz spezielles Futter braucht, dass sie spezielle Tropfen ins Wasser braucht. Und wir haben dann natürlich echt alles gekauft, was man für diesen Sonderspezial-Hyperhasen braucht. Und sind dann heimgefahren. Und dann war es auch Riesenfreude. Und ich muss sagen, von allen Hasen, die ich so hatte, ist sie die am besten riecht. Außer in ihrem Stall. Da riecht es furchtbar. Aber sie an sich riecht echt gut. So ein bisschen nach Heu und so ein bisschen nach Wildblumen. Ja. Und auf jeden Fall ist dann so gewesen, dass wir sie im Stall getan haben, dass sie sich dann da einleben konnte und dass erstmal alles so wie war. Und dann nach einem Monat oder so hat sie plötzlich so komische rote Stellen an ihre Pfote bekommen. Und da habe ich mir ja wundert was gedacht und hatte richtig Sorge. Und dann sind wir zum Tierarzt. Jetzt hat er uns erzählt, dass es super, super, mega, übermäßig teure Futter leider Gottes wirklich gut ist, aber unser Hase ging allergisch, weil sie kein Getreide verträgt. Dann ging es weiter damit, dass sie furchtbar davon auch natürlich Verdauungsprobleme bekommen hat. Und dann mussten wir neues Futter suchen. Und dann haben wir ihr erstmal das Futter gegeben, das wir auch unserem anderen Häschen gegeben haben. Der ist ja verstorben, deswegen haben. Und das hat ihr dann auch gut geschmeckt. Und alles nur... Das war eben auch unglaublich schwierig zu bekommen und teuer. Und dann irgendwann wir haben es dann beim Tierarzt gekauft direkt. Und dann haben die irgendwann was an der Rezeptur verändert. Dann haben unsere schneidigen Hasen das nicht mehr gewollt. Und dann mussten wir wieder um Neues suchen. Und dann sind wir Fressnapf. Und da gab es dann das nächste Futter, das war dann auch gut, das fanden sie dann wirklich wieder lecker und das hat sie dann auch sehr lange bekommen. Und dann, mehr durch Zufall, bin ich mal durch unseren Stammladen, den Edeka, gelatscht und habe da eben dieses Futter gesehen, wo ein bisschen Gemüse drin ist. Weil das hatte sie zu Anfang im Futter, ein bisschen Gemüse, ein bisschen so Zeug, einfach damit es ein bisschen mehr Wert hat. Ja, super, das klingt jetzt so nach dem Motto, unser Hase kriegt voll das Müsli zum Fressen, aber tut's ja auch, also ja, kann man dabei lassen. Und ja, dann habe ich das eben im Edeka entdeckt und habe mir gedacht, das ist eigentlich schick, also habe ich das mal mitgebracht, weil ich gedacht habe, naja, schlimmer als dass es nichts wirkt oder sie es nicht verträgt, kann es nicht sein. Und jetzt schmeckt ihr das am allerbesten von allen bisher. Da frisst sie echt am meisten und wirklich gut und ja, dann sind wir eben bei dem Futter geblieben. Ich habe eine Sache noch von dem ersten Hyper
Omega-Futter noch vergessen zu erwähnen. Es war wirklich schlechtes Futter, muss man sagen, weil da manchmal echt die Viecher drin gewesen sind, wo man dann so ein wirklich mega teures Futter für 3 € für so 50 Gramm wegschmeißen musste, weil irgendwelche Viecher drin genestet haben und man diesen Hasen natürlich nicht mehr füttern konnte. Ja, und deswegen haben wir dann auch gewechselt, weil das Futter dann irgendwann nicht mehr so gut war von der Qualität her. Und weil es nicht vertragen hat. Den Rest haben wir dann dem anderen Hasen gefüttert, was irgendwie schon komisch ist. So, da gab es Futterwechsel kurzzeitig. Ja, und dann mit der Zeit, also meine Isa war immer die, die im Treppenhaus gesessen ist, weil ich eben in meinem Zimmer nicht genug Platz hatte zu diesem Zeitpunkt für 2 Hasenställe. Und als dann mein anderes Häschen verstorben ist, was jetzt übrigens am Samstag genau 2 Jahre her war, habe ich dann meine Isa hochgeholt und ja, es war irgendwie so die beste Entscheidung meines Lebens, weil dieser Hase ist wirklich Entertainment auf 4 Pfoten. Ich kenne keinen anderen Hasen, der einen so verrückt machen kann, aber auch so viel Freude wie meine kleine Issy. Und ja. Was lernen wir daraus? Man muss manchmal in 4 Läden gehen und muss dann am Ende das falsche Futter kaufen und alles und muss sich bequatschen lassen mit jeder Kleinigkeit, dass man am Ende dann seinen Traumhasen bekommt. Und ja, die Sache noch, also jetzt noch zur kleinen Erklärung, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist, war, wir haben zu diesem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, einen Japanischkurs gemacht und ich war dann einmal so. Also so Hochschulkurs und ich war da einmal dann krank. An dem Tag ist meine Mutti heimgekommen und hat mir erzählt, den Namen Hanako. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ich will meinen Hasen Hanako nennen. Aber der Verkäufer hat uns erklärt, dass Isas Fellfarbe heißt Isabelle. Und so kam es dann, dass sie Isabelle Hanako hieß. Und dann wollte ich noch einen zweiten, dritten Namen, nämlich Annabelle. Und dann irgendwann fand ich es irgendwie dann so, dass sie Isabelle, Hanako, Annabelle, weil sie dann meine kleine Prinzessin geworden ist, ist sie dann vor 2 Jahren noch Princess geworden. Und ungefähr vor einer Woche ist sie dann noch Pristage geworden. Und somit hat mein Hase den längsten Hasennamen, den je einer von meinen Hasen, glaub, bekommen hat. Aber ja. Gut, das war so die erste Geschichte, die ich euch erzählen wollte. Ja. Jetzt irgendwie so jetzt im Nachhinein zu sagen, dreht die Lautstärke halt hoch, das bringt es jetzt auch nicht mehr. Deswegen entschuldige, dass ich so leise bin. Ich würde sagen, wir holen jetzt unser Querdenker-Quiz hier und gucken mal, was es diese Woche wird. Und hoffen natürlich wie immer auf wenig Text. Ach je. XY ungelöst heißt unsere Aufgabe. Formeln. 6 plus 4 gleich 210. 9 plus 3 gleich 612. 8 plus 5 gleich 313. 9 plus 7 gleich 216. 4 plus 3 gleich 17. Na, welches querdenkerische Muster stimmt die. Mit welchem querdenkerischen Muster stimmen die Gleichungen? So. Ha. Ja, wie immer. Zeige ich euch das? Wenn ihr mich fragt, querdenkerisches Muster hat's keins. Hat's einfach keins. Ich glaube nicht, dass da irgendein logisches Muster dahinter steckt, dass da irgendwie irgendwo irgendwas ist, was man sagen kann, dass es einen Sinn ergibt. Es ist wahrscheinlich mal wieder irgendwas total Gemeines. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr annehmt. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben an nibel.riedmeier@outlook.com oder eine Nachricht auf Facebook oder Twitter. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Und ich werde jetzt ein bisschen Zeit mit meiner Issy verbringen. Bis dahin, tschüss!